Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. In der letzten Folge haben wir das Gadget einzelne Granate gekauft, was schwarze Löcher erzeugt, was die Gegner anzieht. Ich war eigentlich nicht so begeistert davon, weil ja irgendwie habe ich damit keinen killen können. Die Gegner wurden da nur angezogen, haben trotzdem auf mich geschossen und deswegen, ja, werde ich dieses Gadget wieder auf die Seite legen und das werden wir gleich mal machen. Aber zuerst würde ich sagen, komm, wir haben so viele Juwelen, wir werden da gleich mal noch eine Glückstruhe öffnen und wir bekommen, naja, Münzen. Drei Münzen, okay. Hier ist dieses Gadget, was wir uns geholt haben. Die einzelne Granate. Und ja, ich habe euch ja gesagt, wir werden uns alle diese Armbänder holen, die jetzt sehr neu sind. Und das werden wir gleich mal ersetzen gegen die Drachenpfeife. Also Leute, für mich ist das keine Kaufempfehlung, die einzelne Granate. Ist dann doch teuer, kostet fast 300 Gold. Deswegen, ja, ich lege das wieder an. Und heute werde ich meinen geliebten Mech ablegen. Und wir werden stattdessen hier den Reflektor uns holen. Und ja, ich würde sagen, wir kaufen das Teil, kostet 260. Und das wirft nach Aktivierung 50% Schaden auf den Angreifer zurück. Deswegen würde ich sagen, holen wir uns dieses gute Stück gleich mal und ziehen damit gleich mal in den Kampf. Danach werden wir noch ein paar Clan-Truhen öffnen. Diese Truhe können wir dann wieder öffnen, wenn wir was gewinnen. Also unbedingt dranbleiben, Leute. Lohnt sich auf alle Fälle. Wir werden heute noch ein paar Kisten hier öffnen. Und ja, ich würde sagen, wir spielen das Ganze hier wieder in der Poolparty, denn da geht das Ganze recht schnell. Und wenn da 50% Schaden den Gegner zurückgeworfen wird, finde ich das cool, denn ja, es ist ja auch nur eine kurze Zeit, wo dieses Schild hier wirkt und ja, ha, okay, es ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben hier schon ein paar Gegner gekillt, also es sind einige hier. Oh, Vakuummeiser. Und ja, es hat 45 Sekunden Abklingzeit, das ist etwas lang, wie ich finde. Ich glaube, es sind 45 Sekunden, aber mir kommt es fast nicht so lang vor. Ey, wow, es sieht fast kürzer aus, Leute, aber na gut, schauen wir mal. Yes, den haben wir hier natürlich uns noch geholt und wir werden hier gleich mal, ja, den Laserwerfer auch reingeben. Der ist eigentlich für diese Map ziemlich gut. Wow, aber wir haben einen Demon Kill. Wir haben uns einen Demon Kill geholt, Leute. Wir haben uns einen Demon Kill geholt. Yay. Habe ich schon lange nicht mehr. Mech Kills und Demon Kills sind irgendwie selten geworden. Ah, komm schon. Okay, wieso? Wieso gehen die da nicht drauf? Ey, come on. Hammer! Na gut, so. Ja, das dann haben wir jetzt. Aber jetzt werden wir da das einsetzen. Schaffen wir hier irgendeinen Kill? Yes, wir haben hier irgendwas gekillt. Sogar Double Kill, Leute. Anscheinend hat es jetzt doch was gebracht. Und wir stehen anscheinend, wenn wir damit gekillt werden, wieder damit auf. Finde ich eigentlich auch cool. Ja, es werden hier nur. Ich weiß nicht, ob ich auch 50% weniger Schaden nehme oder ob einfach 50% dem Gegner zugefügt werden. Das ist eigentlich eine gute Frage, weil ja, wenn mir 50% dafür weniger auch zugefügt werden, wäre es auf alle Fälle eine coole Sache. Und wir laufen da direkt ins Verderben rein, was natürlich nicht so toll ist. So, da haben wir einen Kopfschuss. Yes! Double kill! Wir haben den uns noch geholt. Der hatte eine goldene Geisterlaterne, dieser Gegner. Nice, muss man sagen. Möchte ich auch gerne haben. Und wir sind hier, wow, gleich mal bei den Gegnern angekommen. Aber easy. So, wir haben das wieder bereit, das Gadget. So, wir werden hier von allen Seiten. Da oben seht ihr schon, der hat Schaden genommen, obwohl er hier gar nicht bei mir war. Wow. Komm. Ich schieße die Geisterlaterne irgendwo durch die Gegend. Wirklich irgendwo. Und ja, es ist wirklich schwierig, hier eine Waffe zu finden. Ich nehme jetzt mal diese. Die Minigun-Schrotflinte. Die macht hier eigentlich einen guten Job. Aber was ist denn heute los? Heute gehen wir oft hier drauf. Ich meine, wir stehen halt auch immer mitten irgendwo am Schlachtfeld, wo uns gleich mal jeder hier holen kann. So, Drachenpfeife ist am Start. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wo der beste Einsatzbereich ist. Und ich glaube, hier. Denn hier sind Gegner dahinter. Nö, sind sie nicht. Die sind weg. Ah, come on. Was ist nur los? Heute sind wir. Okay, wir haben 13 Kills. Ist nicht so bad, Leute. Da ist schon einer mehr Ingenieur schon wieder. Den haben wir schon oft. Diesen Erfolg haben wir schon oft freigeschaltet. Und ja, falls euch dieses Video gefällt, auf keinen Fall vergesst, einen Daumen nach oben zu geben. Wäre auf alle Fälle eine coole Sache von euch, wenn ihr das machen würdet. So, da haben wir noch einen Doppelkill. Entenjagd, finde ich cool. Und. Yes, wir will. Oh nein. Wir gehen hier noch zum Schluss drauf. Wir kommen 23 Pokale. Jetzt haben wir 3218 Pokale.
Nicht so schlecht. Wie viel habt ihr momentan? Schreibt sie bitte in die Kommentare. Und ja, 15 Kills ist ganz okay, mein Team. War nicht so schlecht, kann man sich nicht beklagen, Leute. Und jetzt haben wir zwei Schlüssel bekommen. Das heißt, wir können eine Kiste öffnen von diesem Event. Das werden wir natürlich gleich mal machen. Und ja, ich weiß noch nicht, wie... Also, da, ich finde dieses Gadget auf alle Fälle nützlicher, den Reflektor, als dieses Shot, dieses ja, Gravitationskraftwirkungsbereich, weil es macht einfach keinen Schaden. Das zieht nur den Gegner zurück, aber das würde eigentlich nur Sinn machen bei... Ja, wenn der Gegner Nahkampfwaffen benutzt, aber ansonsten sehe ich hier keinen Sinn. Und ja, wir sind momentan im Clan und wir können bald die mittlere Clan-Truhe freischalten. Also, liebe Clan-Kollegen, strengt euch an, besonders die, die ganz unten sind, denn ihr wisst ja, ich werde immer zu Saisonende werde ich immer die Leute, die nicht aktiv waren, kicken. Also, ihr habt noch 3 Tage Zeit, euch hier ein paar Medaillen zu holen. Also, los geht's. Ansonsten müsst ihr leider raus, um Platz für andere zu schaffen, denn ich bekomme jeden Tag so viele Anfragen rein, das ist unglaublich. Und ja, also die anderen wollen natürlich auch in den Clan. Also an alle, die da draußen sind, ihr habt natürlich Chancen, dass ihr in den Clan kommt. Keine Sorge, keine Sorge. So, wie gesagt, wir werden uns hier diese Truhe holen. Was werden wir hier drinnen haben? Ich hoffe natürlich was Geiles. So, wir haben heute... Oh, der Ausdrache ist daneben. 5 Edelsteine. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und wir können uns... Wow, Megakanone. Die sieht nice aus. Also ein Nahlpreis 195. Kann ich mir die schon holen? Nö, oder? So, wir haben auch wieder ein Likes bekommen. Ein Like. Nö, die kann ich mir nochmal nicht holen, oder? Die Megakanone. Die hat auch mega fett geklungen. Nö, aber es sind andere Sachen da. Gerissener Rächer. Richter. Ihr sagt auch, ich mich so mit denen holen. Könnten wir uns holen, Leute. Soll ich mir den holen? Also 250 Juwelen brauche ich dafür. Aber die kann man sich ja besorgen. Ja, es haben schon so viele geschrieben, Danny, hol dir endlich den Richter und ja, da kann man die Rakete steuern, finde ich eigentlich sehr interessant, deswegen ja, wie gesagt, ich habe im Moment dann dieses Sonderangebot, aber ich finde es recht teuer, 1000 Schlüssel sind da zwar drinnen, das heißt, wir könnten 2 von diesen großen Kisten öffnen, aber die geben mir auch noch nicht die Möglichkeit, dass ich das öffnen kann, deswegen weiß ich nicht, ob ich das machen soll, da sind zwar coole Sachen drinnen, das ist ja auch interessant, gibt es ja auch neu. Werden wir uns natürlich alles noch holen. Also alle eure Waffenvorschläge, was ich mir so holen soll, bitte in die Kommentare. Wäre euch darüber sehr dankbar. Und ja, jetzt bleibt eigentlich nur noch dieses Gadget zum Holen. Die Zeitmaschine. Aber ich weiß nicht. Die setzt einen angeblich nur ein paar Schritte zurück. Deswegen finde ich das komisch. Aber egal, Leute. Wir werden jetzt nochmal kurz mit dem Reflektor spielen. Aber dieses Mal werden wir hier woanders spielen. Ich würde sagen, wir spielen... wo spielen wir? Im Weißen Haus. Da finde ich es auch cool, weil da sind wir eigentlich auch auf engen Raum zusammen. Da können wir das auch gut ausspielen. So. Aber natürlich müssen wir auch auf das umwechseln. So, wo sind die Gegner? Nur das Problem ist halt, wenn sie dann wirklich auch so wie ich nur mit Sniper herumlaufen und da ohne zu zielen gleich mal auf einen Rumloch schießen, dann ist es halt auch schwer hier mit diesem Reflektor zu spielen. So, nochmal ein Kopfschuss. Finde ich nice. 4 Kills hat unser Team schon. So 4:0 steht es momentan. Ein Sieg zu 0 wäre mal cool. Das wäre auf alle Fälle mal nice, aber so schaffen wir den... Ah, wir haben es geschafft, ohne zu zielen, durch den ganzen Gang mit einem Sniper. Unglaublich, was für Szenen sich hier abspielen. So, und jetzt werde ich gleich mal mit dem hier reingehen. So. Bam, weg mit dir. Oh, aber jetzt bin ich draufgegangen. Schade, aber immerhin haben wir schon 4 Kills, Leute. Ja. Also von dem her können wir uns hier nicht beklagen. Ja, wir schalten jetzt gleich mal wieder um auf den hier. Der Jetpack ist unnötig. Ich sollte mehr meine Gadgets auf die Map angleichen, die ich immer so spiele. Come on. Au, 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 au. Nemesis. Wenigstens habe ich einen Rache-Kill bekommen. Okay, der hat wirklich den Jetpack eingesetzt. Wir werden wieder auf das Gadget umswitchen. Ich bin ja nicht so der Gadget-Typ. Ihr wisst es ja. Ich setze Gadgets sehr, sehr selten ein, was ich ändern sollte. Das sollte ich wirklich ändern. Das sollte ich wirklich ändern, denn sie sind eigentlich nice. Sie helfen schon einiges im Spiel. Und ja, das meiste, was ich einsetze, ist eigentlich der Mech. Aber der ist auch total OP, wie ich finde. Ich finde den wirklich zu OP, Leute. Der Mech ist einfach zu OP. Aber das habe ich schon gesagt, als ich ihn gekauft habe. Deswegen, ja. So, was? Wow, das sind mehrere. Das sind jetzt mehrere. Eieiei, schwierig.
Aber wir sind jetzt nur noch zwei. Oh, wir sind gar keine Kills mehr vorne. Da müssen wir jetzt aufräumen. Das kann so nicht weitergehen. Aber jetzt haben wir auch. Wow! Wow! Was ist denn hier los? So, aber jetzt setzen wir den Reflektor an und jetzt gehen wir auch da raus. Ha! Der ist weg. So, Kill. Oh, da ist ein Dämon. Das ist aber unser Dämon. So, okay, da ist ein Haustier. Ah, da ist ein Gegner. Ah, der hat so einen kurzen Namen. Der wird nicht mal ordentlich angezeigt hier. Und das Spiel werden wir anscheinend verlieren, obwohl wir so gut vorne sind. Außer wir schaffen es hier wirklich noch irgendwo eine Gegenstunde. Aber die verstecken sich anscheinend. Aber na gut, Niederlage muss man auch mal einstecken können. Wir sind ja trotzdem jetzt 200 über den 3000. Deswegen, ja, sehe ich das jetzt nicht so kritisch. Und wir kommen auch Level 24 wieder einen Schritt näher. Und ja Leute, das war's mit diesem Video. Falls es euch gefallen hat, nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben. Wäre auf alle Fälle eine nice Sache von euch. Und falls ihr neu seid, würde ich mich sehr über ein Abo von euch freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut und haut rein, Leute. Ciao!